sagen. Für manche unvorstellbar, doch in Wahrheit selbstständig, sozial, stimmungsvoll und freiwillig. Also ich lebe sehr gerne am Wagenplatz, weil also mir gefällt erstens mal sehr gut dieser Bezug zur Umwelt, dass er halt, dass ich viel Leben draußen abspielt, dass ich mitkriege, wie es, also ob es regnet, ob die Sonne scheint, ob es kalt oder warm ist. Ich finde das einfach sehr, sehr schön, so ein bisschen mehr ein Teil vom Ganzen zu sein und nicht so weggesperrt hinter Mauern. Und was es uns halt auch irgendwie geht, weil das immer so gefragt wird, ob wir nicht in Wohnungen wollen oder ob wir so eine Art Sozialfälle sind. Wir wollen uns ganz klar von dem distanzieren. Wir haben unser Leben, wir haben unsere Ziele, wir haben unsere Vorstellungen. Der ursprüngliche Wagenplatz Wiens im 11. ist Geschichte. Doch jetzt gibt es zwei neue. Den Wagenplatz Hafenstraße und den Wagenplatz im 3. Man kocht gemeinsam und so weiter, man hilft sich gegenseitig, man macht so gut wie alles selber. Wir haben uns unsere Wege alle selbst ausgebaut, was ein schönes Gefühl ist. Es ist extrem individuell. Man ist mit einem Schritt draußen und hat den Sternenhimmel vor sich und man kann einfach zeigen, dass Wohnen einfach gut geht. Also man muss nicht unbedingt eine wahnsinnige Luxuswohnung haben, sondern es funktioniert auch so. Brachliegende Grundstücke werden zwischengenutzt. Unsere Idee wäre zum Beispiel 500 Euro an eine also jedes Monat an eine soziale Initiative oder an ein Projekt in der Gegend oder in dem Bezirk zu spenden und somit einfach unsere Miete zu zahlen, da diese Grundstücke bis jetzt kein Geld erwirtschaften. Dennoch muss man im Normalfall ständig mit Druck von Seiten des Eigentümers rechnen. Es steht schon längere Zeit leer. Das Ganze soll irgendwann einmal zum Grüngebiet umgewidmet werden. Und ja, wir haben jetzt mal vor, hier zu bleiben, bis ich vielleicht neue Verhandlungen auftun mit der Stadt über ein Ersatzgrundstück. Aber wenn sich, ja, ansonsten bleiben wir mal da.